Ja, die Frage war folgendes: Brexit für Europa. Sicherlich gibt es auch in Europa negative Wohlstandseffekte. Die sind nicht so groß wie in dem Vereinigten Königreich selbst, aber das ist natürlich nur ein schwacher Trost. Für Europa bedeutet natürlich der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, dass eine wichtige Stimme für Freihandel, für die Verwirklichung eigentlich der vier Grundfreiheiten verloren geht. Die vierte Grundfreiheit, ja, das ist ja ein Kernpunkt, den die Briten nicht mehr so sehr verfolgt haben. Im Gegenteil, das war der Grund, weswegen sie ausgeschieden sind. Aber in früheren Zeiten immerhin waren sie Befürworter der Personenfreizügigkeit. Also insofern eine Schwächung im Hinblick auf die Stärkung des Binnenmarktes.